Hey und willkommen hier zum Industrial Loft Lama WG Special mit euren Räumen, die ihr erstellt habt, die ihr eingerichtet habt für das Industrial Loft, für die drei Sims, die Peggy, den Steven und die Panda. Und dazu hab ich euch aufgerufen im letzten Teil und es haben wieder jede Menge Leute mitgemacht. Ich habe schon reingeschaut hier. Es ist echt der Wahnsinn. Also diese Objekte habe ich ja hier hochgeladen, diese Räume hier, jeder Raum für Steven, und mit dem fangen wir an. Und die habt ihr hochgeladen mit dem Hashtag Raum für Steven. Und da schauen wir jetzt rein und es ist echt der Wahnsinn wieder, ne? Wie viele da wieder mitgemacht haben. Ich komme immer nicht aus dem Staunen raus und ich finde es total inspirierend. Sicher auch für euch, wenn ihr das euch anschaut, was die Leute hier so am Erstellen. Also wir fangen jetzt mal an. Ich habe hier mal sortiert nach am beliebtesten und wir klicken uns jetzt einfach mal durch. Das haben 72 Leute schon runtergeladen hier. Schlafzimmer für Steven von Simex01. Ich platziere jetzt hier mal das Zimmer. Ich möchte die Galerie-Outfits nehmen. Da hat jemand Schaufensterpuppen verwendet. Natürlich muss ich das erstmal ausrichten. Hier hinten ist der Raum für Steven. So, wie rum gehört er denn hin? So, hier. Und wir haben schon wieder kein Geld hier. Oh nee. Erstmal Geld hier machen. Umbuchen, erstmal Geldsheet. So, schlecht vorbereitet hier. Motherload. Und dann umbuchen vom Haushaltsbudget auf den Einzelhandel. Und dann machen wir gleich mal 150.000. Dann haben wir nämlich Kohle hier. So, jetzt aber auf ein neues. Hier, Schlafzimmer von Steven von Simex01. So, das kommt hier hin. Das ist Stevens Zimmer. Richtig cool, richtig cool. Ich habe schon gesehen, boah, das ist echt der Wahnsinn. Schaut euch mal das an. Das ist eine richtige Höhle hier. Ein richtiges Männerzimmer. Der hat ja auch Kohle. Hier eine ganze Tasche voll mit Geld. Total coole Idee. Allein schon hier diese Schaufensterpuppe hier, ja, für den Steven. Natürlich mit den Gemälden hier, also mit den Zeichnungen. Der schwule Steven. Toll, Thema getroffen. Ich mache hier mal die Wände hoch. Echt schick. Ja, cool. Ja, richtig schön. Passt auch zum Industrial Loft durch diese Wände hier. Ein paar, die hier hat eine andere Tapete. Total coole Idee hier mit dem Bademantel vor dem Bett. Echt klasse. Also ich finde es wirklich cool hier. Der Männerkalender. Da muss man erstmal drauf kommen, dass es den gibt. Ja, total cool. Ja, vielen lieben Dank. Hier der Baseballschläger angelehnt an den Sofa hier, an den Sessel. Richtig schön. Schön gemütlich hier mit... Ja, also der Wahnsinn. Echt verdient so viele Downloads. Gucken wir mal weiter. Und ich habe schon wieder diesen Drecksbug. Hier Haken reinsetzen, dann geht's wieder, komischerweise. Stevens Geheimecke von Sunstern123. Auch 44 Downloads. Zwei Favoriten. Sieht echt cool aus. Schaut euch das mal an. Auch so ein bisschen pink und so mit reingepackt. Also ich schaue mir nur so vereinzelt ein paar an, dass wir einige durchkriegen. Hier, wow, schaut euch das mal an. Stevens Kuschelhöhle von Minnen93. Ja, richtig schön mit diesem Regal hier gemacht. Auch hier der Fernseher und der diese VIP, wie heißt das nochmal? Total cool. Hier so ein Kleiderschrank. Wow, da muss ich kurz reinschauen, weil ich sehe nicht hinter die Wand. Ah, hinter die Halbwand. Und dann gucken wir mal rein hier. Wow. Ah, das ist der Eingang. Schön abgetrennt. Aber hatte ich auch die Idee so irgendwie, dass man das vielleicht abtrennen könnte. Bei der Peggy, da habe ich da schon hier so eine Wand reingezogen. Aber ich finde es hier total gut gelöst, ne? Also, dass man da reinkommt und nicht so sofort gleich das Bett sieht. Echt schön auch mit der Säule hier, so Eingangsbereich. Der hat viele Klamotten, der Steven. Und schön grün, Hashtag grün. Oh, der hat auch schon Preise gewonnen. Wusste ich gar nicht. Ein echt schönes Zimmer, richtig schön, auch hier mit den Lampen, der Wäschekorb oben draufgestellt, Respekt, wirklich, richtig cool, richtig, richtig cool. Gehen wir mal weiter, was haben wir noch? Wir haben hier Stevens Raum mit Pool, wow, von Lia Slotte, sorry, wenn ich eure Namen falsch ausspreche. Stevens liebes Land mit Pool zum Entspannen mit seinem Partner, viel Liebe gebaut, ja cool. Platzieren. Oh, ich liebe die Sims 4, dass man jetzt hier so Räume platzieren kann. Wow, hier mit der Lampe hier, das ist doch geil. Das ist ja der Hammer, mit rosa Licht. Total schön. Wow, und hier der Teddy. Ah, cool. Ja, hier der Vorhang, ne? Wahrscheinlich ist so gedacht, dass man hier die Wände zuzieht. Coole Idee. Richtig schön.
auch hier mit Dila und hier ein cooler Fernseher noch echt auch gut den Raum ausgenutzt. Das finde ich auch immer ganz spannend. Das macht man auf so einem kleinen Raum, ist schon so eine Herausforderung. Haben auch einige geschrieben, weil der Raum ist so klein. Aber das ist echt cool, dass ihr das hier, Steven Schwulenhöhle von Teddy Share. Viele Schwule trauen sich mit Farben um sich zu werfen. Ja, voll klischeehaft hier. Aber das gucken wir uns auch gleich mal an hier. Das ist nämlich schön bunt. Blapp. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja, geil. Ja, geil. Das ist wirklich voll das pinke Zimmer. Prinzessinnenzimmer. Und hier, schau mal die Bilder. Wow, guck mal hier die Bilder von Typen hier, die Fotos. Ist ja geil gemacht. Respekt. Respekt. Hier ist so schön versteckt. Hier ist noch mehr. Ja, geil. Ah, Leute. Ihr seid echt armer. Hey, das ist ja richtig cool. Hier noch mehr. Oh, nee. Das ist ja der Wahnsinn. Auch eine richtig tolle Idee mit dem Regal. Da muss man erstmal drauf kommen. Das muss ich mir merken hier. Ja, also ihr merkt schon, es ist echt wieder einiges dabei, was für Inspiration sorgt. Nicht nur bei mir, sicher auch bei euch. Es lohnt sich wirklich jedes Mal, da reinzuschauen. Und jetzt gehen wir hier. Girl Time Steven, wow, von Black Beauty 2310. Ja, schön. Na, auch mal was anderes. Hier so mit diesen Vorhängen, wie so ein Bett hier mit den Säulen, so ein Himmelbett. Der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Gehen wir mal weiter. Hier auch nochmal in Pink. Steven Slammer WG-Zimmer von iFluLow 1. Mit den Wolken und mit den Lampen hier schön Regenbogenfarben. Sogar mit Kamin. Wow. Ja, für romantische Stimmung. Und jetzt hier, was haben wir hier? Wow. Ja, cool. So ein richtiges Loft hier mit dieser Trennwand hier für den Schreibtisch. Richtig tolle Idee. Und natürlich Fitness. Ne? Habt ihr mitgedacht, ja, auch mit den Spiegeln vor dem Fernseher. Total coole Idee, dass der Steven sportlich ist. Und hier oben die zwei Männchen von den Toiletten. Aber zweimal Männlein. Das ist das cool. Auch hier mit Lampen. Oh, schön. Richtig cool. Respekt. Jetzt von Vetro Retro haben wir hier ein blaues Schlafzimmer. Haben wir diesen Schaukästen hier mit diesen Pokalen. Richtig klasse. Auch hier wieder mit Trennwand und abgetrennten Bettbereich. Schön. Richtig schön. Da. Auch wieder mit diesen Klo-Männchen. Ich nenne die einfach Klo-Männchen. Ja. Modern, schlicht, Industrial Loft Style. Richtig schick. Cool. Ein bisschen rosa rein, damit es auch Steven Charakter hat. Ich sage immer Steven natürlich. Und hier auch nochmal. Wow, mit Herzschlag. Ja, cool. Von Marina. 1979, Schatz. Klasse. Klasse. Und hier haben wir was Rotes. Wow, eine Romantikhöhle. Steven's Room von 96380. Hallo, ich gucke deinen Raum an. Ja, schön. Weiter mit Romantic Industry. Yay. Von Nasty. Nasty 1003. Industriell modern angehauchte Zimmer bietet perfekten Raum für Aufreißeraktivitäten. Natürlich gehört auch ein eigenes kleines Bad dazu, wahrscheinlich. Ja, coole Idee, Bad, ne? So eine Idee, so ein Bad zu machen, weil wir haben hier kein Bad auf der Etage. Noch nicht, zumindest mal gucken. Auch hier schön mit dem Fenster gelöst, mit diesem Schrank, mit den Schränken hier, echt schön. Ja, wirklich schön. Ne? Auch Kerzen und Rosen, wow. Was haben wir hier, was haben wir hier? Jetzt hier, kommen wir da. It's Raining Man, wow, das gucken wir uns an. Hier gibt es auch Fotos. Eine total coole Idee von KDJ, KDHDG. Da hat jemand schnell getippt, ne? Um schnell einen Namen zu machen, um gleich Sims 4 zocken zu können, wahrscheinlich zum Release. Ja, es ist echt, es ist doch der Wahnsinn. Ne? Auf was für Ideen hier kommen. Das ist total cool. Hier. Wow. Mit den ganzen Typen hier. Extra die Mühe gemacht, hier Fotos zu schießen. Oder wo habt ihr die her? Ja, cool. Ey, ist ja der Wahnsinn. Hier mit Spiegel und Kerzen. Wow, was ist das hier für ein Stripper oder was? Ja, geil. Und hier, wie aus dem Ultramodern, hier dieser Schrank. Cool. Richtig schön. Wow. Was soll das denn sein? Ah, nee, oder? Ihr Penis oder was an der Wand?
Hey, das ist aber Kreativität, ne? Auch wenn es jetzt hier ein bisschen, aber das ist Kreativität, auch hier mit dem Herz. Hey, das ist der Wahnsinn. Leute, ich kann es echt jedes Mal, ich bin jedes Mal echt, dachte ich, okay, jetzt gucke ich mal die Räume an, aber dass dann sowas rauskommt, es ist wirklich erstaunlich, was man mit dem Spiel alles machen kann und was ihr da macht. Und dass ihr mir zuschaut, ich denke immer, ja, ihr seid ja alle viel besser wie ich. Ich muss jetzt hier nochmal sortieren, irgendwie ist wieder hier alles am Arsch hier, wieder falsch sortiert. Blödes Spiel, blödes. Gucken wir mal weiter. Ich hoffe, ich vergesse, lasst keins aus. Hier haben wir für Crazy Cupcake. Hey, mit Herzchen und Umarmungen und cool. Wow. Ja, das ist echt schön, ne? Erinnert mich so ein bisschen an so ein Jugendzimmer, aber der Steven ist ja noch nicht so alt. Schön. Respekt. Privatbereich, inklusive Sportgerät, PC, Fernseher etc. Ja, alles, was man braucht. So. Was haben wir hier? Schwulenparadies für Steve. Steven, ein Paradies in Blau. Echt cool. Boah, Leute, ist halt echt der Wahnsinn, dass so viele auch da mitmachen. Es ist jedes Mal, ich komme gar nicht mehr dazu. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, maximal 10 Minuten für einen Bewohner, aber ich glaube, ich komme ja gar nicht mehr raus. Also, von Soy Age. Ein Zimmer. Wow. Auch hier wieder schön Industrie-Look und eine coole Glastür hier drin. Als Wohnungstür. Hier auch mit dem Fenster und da die Pflanze noch. Schön. Schön modern. Mit Kleider. Garderobe. Und hier haben wir Stevens Rosenzimmer von X-Takuma. X-Takuma. Wir gucken dein Zimmer an hier. Cool. Tausende, viele Tausende sehen jetzt dein Zimmer. Nee, ist echt klasse, wow. Auch hier mit der roten Wand und den Getränken, total cool. Und die Rosen hier immer größer. Also sind ja echte Kunstwerke schon. Sind gar keine echte Rosen mehr, wenn man die so groß macht, sondern so Statuen. Richtig schön, das Rosenzimmer. Gehen wir weiter. Wir haben hier von Michelle98987. Hier kann Steven seine Muskeln weiter aufbauen und seine Schönheit im Spiegel ansehen. Yay. Oh, das ist auch eine gute Idee. Hier die aus Sonnenterrassen sind die, glaube ich. Diese Statuen mit Lampen hier oben auf einer Halbwand zu platzieren. Total kreativ. Richtig gut. Na, so Sachen zu kombinieren und dass es dann auch noch gut aussieht. Respekt. Und hier haben wir was ganz anderes. Von Elegant Designer Stevens Bereich. Oh, das ist echt schön. Das ist richtig schön. Ja, mit diesen Brauntönen auch schön farblich abgestimmt alles. Oh, Hammer. Hammermäßig. Nee, wirklich. Also das gefällt mir jetzt echt gut. Richtig gut, richtig gut. Dann gehen wir mal weiter. Von Mini 50 hat das hier gebaut. Hier sind Pfeile überall. Wieso sind hier die Pfeile? Oh, mit Teddy auf dem Bett und Rosen. Und oh, schön. Ja, cool. Ja, richtig cool. Ja, das gefällt mir, ne? Aber dieses Gemälde hier, das haben viele genommen. Also diese Zeichnungen hier an der Wand. Mit den nackten Typen. Stevens Zimmer hier von Chandouble. Wow. Oh, cool. Auch hier wieder mit Riesenkleiderschrank. Ne? Die Schwulen haben alle Riesenkleiderschrank. Ja, ich würde gerne echt alle angucken. Oh, schaut mal, ist alles so cool hier. Oh, cool. Das ist der Hammer, Leute. Aber ich muss weitermachen. Das geht sonst so ewig. Wir wollen ja die anderen noch angucken. Von Panda und für Peggy. Traum in Pink, das haben einige gemacht. Hey, das ist echt der Wahnsinn. Jetzt könnt ihr euch, wenn ihr die Lama-WG, wenn das Industrial Loft fertig ist, könnt ihr euch die Räume auch zusammenstellen. Ihr könnt dann da auch wählen und das Zimmer umdekorieren, je nachdem, auf was ihr gerade Bock habt. Hier ist auch so ein Überwachungsraum. Hier hat jemand Steven an die Wand geschrieben. Hey, es ist der Hammer. Schaut euch das an, wenn ihr inspiriert sein wollt, dann hier über diese Räume. Hier auch nochmal mit Steve hier an der Wand geschrieben. Boah, cool. Hier ein Kerzenzimmer mit 1000 Kerzen. Guckt euch mal das an. Hey, das ist der Hammer. Sorry, wenn ich euch euers überscroll. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich gucke die mir alle nochmal in Ruhe an, versprochen. Hey, aber ihr könnt da selbst noch reinschauen in die Galerie, wenn ihr das sehen wollt. Guckt es euch an, wirklich. Es ist echt der Hammer. Raum für Steven. Hashtag Raum für Steven. Vielen lieben Dank für alle, die mitgemacht haben. Es tut mir wirklich echt leid, dass ich nicht alle jetzt angeguckt habe. Aber ich muss jetzt nochmal gucken, was für die Peggy und für die Panda angebaut worden ist. Da bin ich echt gespannt. Die Peggy ist ja eher der dunklere, traurige Typ. Und die Peggy, die ist ja ein bisschen debbisch.
Ja, jetzt gucken wir mal, was für die Peggy gebaut wurde. Für die Peggy, was wurde für die Peggy gebaut? Haben da auch so viele mitgemacht? Boah, die Peggy, die hat noch mehr Fans oder was hier? Boah, cool, Leute. Hier, auch wieder hier nach am beliebtesten. Peggy's Well von Teddy Sheridan hatten wir gerade schon. Du hast auch für Steven was gebaut. Cool. Oh, guck doch mal diese Idee an mit dem Bett hier, mit dem Dach und dann die Vorhänge. Boah, cool. Leute, schaut mal an. Oh, und hier ist das Sonnenblumen gemalt. Genau, die malt ja. Total cool. Hast die Lama-WG Let's Plays angeguckt. Oh, ist das schön hier detailliert hier alles. Der Hammer. Richtig der Hammer hier. Wow, cool. Das passt voll zu Peggy irgendwie. Wow, Nike sucks nein. Und von Ilufania. Die hat hier einen Traum aus Pink gebaut für die Peggy. Auch hier mit Halbwänden. Und das Lama, die Lama-Bilder hier. Ist das cool. Vielen Dank. Echt, echt super hier. Von Mini. Mini, du hast auch wieder gebaut hier für die Peggy. Gelb, das passt zum Outfit. Und gleich Weihnachtsdeko reingehauen oder was hier mit dem. Geil. Oh, hier Peggys Traumzimmer, diese Blüte in bunt. Richtig klasse. Von Shaki 1802. Schön. Peggys Wonderworld. Schön. Boah, ist das schön. Na, auch dieses Industrie-Style, das habt ihr diesmal echt schön fortgeführt hier drin. Auch hier von Sascha Kohli. Ein Wohnzimmer. Ist eigentlich egal, welchen Typ ihr da auswählt. Wir haben ja den Hashtag und können alles darüber finden. Oh, das muss ich mir jetzt aber auch mal angucken. Was hast du hier denn gemacht? Mit Küche oder was? Das platzieren wir jetzt mal. Das müssen wir mal gucken im nächsten Let's Play, wenn das wieder mal hinhaut. Oh, was ist das hier? Aquarium hinter der Halbwand. Total coole Idee. War geil. Welche Zimmer wir hier nehmen zum Spielen. Ich glaube, wir können uns wieder nicht entscheiden, Jasmin und ich. Wenn wir wieder aufnehmen, wenn wir da dazukommen. Die zieht gerade um als Info, ne? Also das klappt hier leider nicht. Das ist gar kein Internet. Da können wir nicht aufnehmen richtig und nicht miteinander sprechen und streamen. Und oh, ist das schön hier mit Küchen, mit coole Küchenaccessoires. Einiges gebaut. Oh, schön. Auch hier die Gläser platziert, total detailliert. Oh, Respekt, Respekt. Respekt, boah, da wird sich die Peggy wohlfühlen. Schau mal hier den Fernseher an. Boah, geil. Auch hier wie so eine Leiste. Nee, das sind die Lautsprecher. Sieht aber auch fast so aus wie so eine Leiste. Ne? Können ja auch mal fast meinen, dass der Fernseher da festgemacht ist an so einer Leiste. Ich finde das geil. Jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir noch für die Peggy? Oh, wo waren wir denn? Hier waren wir da. Zimmer für Peggy Lama WG von Lea Sims 4000. Oh, ist der Hammer. Ist der Hammer mit dem weißen Stein. Coole Idee. Ratzefatz hier, Peggys Rückzugsort mit Gelb. Oh, das ist echt der Hammer. Auch hier mit Küche wieder, toll. Da kann Steven rüberkommen zum Kochen, wenn er nicht so viel Platz hat in seiner Bude. Hier die Peggy, wow, Peggys Room. Schön. Auch hier mit abgetrenntem Schlafbereich. Ich finde das klasse. Ist halt wirklich der Hammer. Und das Peggys Kaffeeparty. Ey, was ist das denn? Das ist ja der Hammer. Wow. Und hier, Vetro Retro hat das gebaut. Auch hier mit coole Küchen, das haben irgendwie einige. Das Pack ist ja echt schön. Aber diese Wohnwand, cool. Cool, cool, cool. Also ich bin wirklich echt, ich muss mir da ein paar Sachen abgucken für meine Videos. Das ist echt, oh, hier wieder mit den Regalen. Schön. Von Johannes. Und hier haben wir ja von Miramoe. Ein Spielzimmer. Ja, das passt zur verrückten Peggy. Kinderzimmer. Peggy's Paradise. Klasse. Raum für Peggy Lama WG von Timmy Maus 1202. Das ist auch wieder mit diesen Geistern, ne? Aus Gruselaccessoires. Total cool. Bisschen kitschig finde ich das jetzt, sorry, aber für Peggy, ne, passt das doch. Ich finde das gut, dass sie auch immer so Elemente übernommen hatte, ne, weil wir haben in der Lama-WG gespielt, dass die so malt, die Peggy und so, jetzt sind ja Bilder an der Wand, ach, klasse, echt. Von Mukla02 ist dieses Zimmer für die Peggy. Auch in Rosa, ne, Rosa scheint irgendwie im Trend wieder zu sein. Und Pink, na, eher ist das ja. Peggys Beauty-Zimmer, wow, der Boden. Mit Glitzer. Glitzer, Glitzer. Und mit Bad auch. Schön. Ja, cool. Und hinten so eine Nische noch. Oh, toll.
Leute, ihr seid der Wahnsinn. Ich kann es nicht oft genug sagen. Hier, Peggy, wie geht's ihm? Auch hier wieder mit Art-Sachen, mit Kunst-Sachen. Kleines Zimmer zum Zurückziehen für Peggy. Oh, schön. Und das Peggy-Land, auch hier wieder gelb. Ne? Also ihr habt das wirklich euch orientiert. Das, den Namen lese ich jetzt nicht vor, den kann ich nicht vorlesen. Wow, da alles gesammelt hier oder was? Ist das hier eine Abstellbude, eine Messi-Wohnung? Und hier haben wir Peggys Zimmer, Ariane 981. Oh, schön, richtig schön modern. Und oh, cool. Kunstsachen, abgetrennter Bekleidungsbereich. Cool. Und hier wieder was ganz anderes hier. Von Vicky 1978. Wow. Leute, es wird ja immer besser. Guckt euch das mal an hier mit dem Regal. Die Idee total cool, wie in der Modern Villa oder wie die hieß. Und was haben wir hier? Ach komm, hier guck mal die Lampen an. Ey, das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. So, Peggys Kinderzimmer. Es ist so zum Totlachen. Ich habe es sehr kindlich gestaltet, dass sie sehr verspielt ist und Farben mag. Ja. Aber macht nichts, dass ihr keinen Wellness-Tag habt. Ne, habe ich auch geschrieben. Könnt einfach eine andere Tür nehmen. Gar kein Problem. Peggys Zimmer für die Lama-WG. Oh, schön. Von Kimi. Gruß an Kimi und Gruß auch an Juha. An alle natürlich. Ach, schön. Das wird ja echt immer... Ach, ist das cool. Guck mal hier auch wieder. Oh, das ist doch der Wahnsinn. Hier auch nochmal ein Zimmer für Peggy und hier nochmal ein Zimmer. Oh, da müssen wir alle durchgucken. Hier mit dem Lama sogar. Oh, ist das geil. Ist das geil. Oh, hier mit Peggy, mit Herzchen. Oh, das ist mir jetzt gleich ins Auge gestochen. Schön, mit Hühnern hier. Kannst du ausflippen hier im Hühnerstall. Und was haben wir hier mit Mond? Oh, habt ihr euch Mühe gemacht hier? Oh, das ist ja cool. Mädchenzimmer mit Herz. Richtig schön. Hey, das ist ja oh, mit Gemälden hier auch. Hey, es ist echt, mir fehlen echt die Worte. Ich find's so cool, hier mit Maisims Puppen, die den Laden leer geräumt, unten von der Peggy, von der Panda. Crazy ist was? Ich kann es nicht lesen, muss ich platzieren. Kreativität durch Gelb haben wir hier. Nicht genug Geld. Oh, scheiße. Ich muss hier mal ein paar Sachen wieder rückgängig machen, dann klappt das auch. Die Zimmer waren zu teuer. Und wieder das weg. Wo ist das jetzt? Hier, crazy ist was? Das muss ich aber lesen. Könnt ihr auch mal einfach Sachen verstecken? Nicht genug Geld. Wie viel kostet denn das Zimmer? Sag mal hier. Was hast du denn da reingepackt? 73.000. Oh, das tut mir jetzt leid, aber jetzt dauert jetzt zu lange, ein Cheat einzugeben. Aber ich schaue es mir nochmal selbst an. Marina. Juha. Auch nochmal was gebaut. Ach, das haben wir schon geguckt, oder? Oh, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Oh, ist das schön. Guckt mal das an. Guckt euch das selber mal an, wirklich in der Galerie. Es ist wirklich, es bringt so viel. Ich habe so viele kreative Leute, die zuschauen und mitmachen. Es ist der Hammer. Und hier, wenn ihr da mitmacht, nochmal als Tipp, ne, für die nächsten Teile auch, für die nächsten Community-Events. Als Raum hochladen, nicht als Grundstück. Raum anklicken, ich zeige es nochmal, Raum anklicken, hier oben auf Speichern und dann hier den Raum, Zimmer speichern und nicht Grundstück speichern. Ganz wichtig, Zimmer, sonst kann ich das nicht platzieren. Sonst ersetzt ihr das ganze Grundstück, wenn ich das jetzt hier platziere. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und zwar zu der Panda. Panda, ich gehe nochmal in meinen Community-Katalog. Panda, hier Hashtag anklicken. PandaLamaWG. So, oh, da haben auch wieder so viele mitgemacht. Leute, ihr seid der Hammer. Und schau mal, ich sehe das schon gleich an den Farben. Ihr habt euch wirklich dran orientiert, was Lama für ein Typ ist. Und das ist wirklich schon die halbe Miete. Also, ey. Zimmer für Panda, hier von Crazy Cupcake. Du hast auch für die anderen gebaut, ne? Habe ich gesehen. Cool. Ja, geil. Hast du richtig schön. Und jetzt hier auch hier die Maisims-Puppen gebunkert. Ich finde es auch so total cool, so eine Küchenzeile, so eine kleine, also nur so eine Zeile für so ein Zimmer, damit man da kochen kann, so kurz mal.
Richtig schön, Leute, wirklich. Von Kitsune 87. Oh, das finde ich auch ein bisschen sehr asiatisch. Ja gut, die Panda, die könnte asiatisch sein, Pastelltönen. Ja, doch. Passt nicht zum Laden, aber das passt eher zum Laden, genau. Gothic Room, wow. Von 96380. Schön. Passt total. Hier was Moderneres, auch mit Lila und Schwarz von Sophie. Sophie, das Emo-Reich für Panda. Panda's Room. Ja, klasse. Schön. Was haben wir hier? Panda's Zimmer. Hey. Hast du den Raum größer gemacht? Das ist gar nicht so groß. Das geht aber nicht. So, jetzt was haben wir hier? Ein Traum für jeden Panda. Auch immer die Überschriften, Leute. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Pandas Zimmer von Alessia Fiorino. Fiorino 2. Pandas Zimmer mit Bad. Oh, schön. Oh, Panda an die Wand geschrieben. Das macht ihr echt gerne in letzter Zeit. Ich glaube, ich muss es auch mal wieder machen. Das ist ähnlich Coffee Room 2, ne? Also das ist das Gleiche, oder? Gerade schon, dachte doch. Hier, Panda, die zwei Schwestern haben das gemacht. Ja, schön. Auch hier wieder finde ich total cool, dass dieser Stil vom Industrial Love beibehalten wurde. Auch bei den anderen, ne? Das passt auch hier rein. Ich will nicht sagen, dass es nicht passt. Aber ich finde es einfach cool, wenn man dieses Industrial Love Style noch dabei behält. Oh, das ist ja cool. Mit diesen Gittern, total tolle Idee. Und das Bett, das müssen wir angucken im Spiel. So. Da reicht es nicht mal reinzuklicken, da muss ich genauer hingucken. Das ist das Panda-Zimmer hier, das Platz dafür. Ihr könnt natürlich weiterhin bauen, ne? Die Zimmer könnt ihr einrichten. Ne? Die Leute können sich das dann aus der Galerie holen. Oh, ist das cool, das ist ja voll Mockingbird hier, Mockingjay. Ah, wow. Stylo Milo, ist das cool mit Gold und Schwarz. Und hier das, ah, oh, ist das geil, guck mal hier. Ah, oh, das ist der Hammer, wer hat das gemalt? Hergestellt von Pop Art. Bingo Blue. Cool. Richtig cool. Ah ja, Freezer Bunny. Freezer Bunny. Dann gibt es endlich mal Merch. Wir wollen Merch. Liebes EA-Team, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Wir wollen Merch. Also so Sachen zum Kaufen, wo Sims zu tun hat. Oh, ich komme da gar nicht. Ich kann ja gar nicht alles angucken. Ihr seid so gemein. Schau mal hier. Also gemein im positiven Sinne, dass ihr so viel macht, aber ich komme ja gar nicht dazu, das alles anzugucken. Nelly Like hat das hier gebaut mit diesem Totenkopf. Es ist der Wahnsinn. Respekt, wirklich. Richtig cool. Und sorry, wenn ich euer wieder überscroll. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wirklich. Nee, es tut mir wirklich leid. Also ich finde es, oh, hier gucken wir mal rein. Spinnenweben hier an der Wand. Oh, das ist da cool. Das gucken wir auch nochmal an. Ist das die richtige Größe? Sieht so komisch aus. Na doch, passt. Ah, nee, haben wir schon wieder kein Geld. Leute, ihr habt da Kohle ausgegeben für die Zimmer. Das ist ja abnormal. Ich muss jetzt auch nochmal Motherload eingeben, sonst kommen wir hier zu nichts. Hier, Motherload, schnell umbuchen. Hier so von Haushalt auf Einzelhandel. Machen wir 60.000. Bestätige. So. Jetzt können wir es nochmal. Ah, jetzt finde ich es nicht mehr toll. Oh, nee. Tut mir leid. Tut mir sorry, dass hier ist. So. VDB, wir gucken dein Zimmer an. Für die Panda. Yay. Wow, ist das cool. Das passt voll geil. Oh, das passt voll gut hier rein. Aber mit Grusel. Also, es war so ein Gruselzimmer. Why not? Ja, cool. Ja. Oh Leute, was macht ihr nur? Ihr seid so toll. Nochmal gucken. Oh, das sieht ja auch hier, guck mal, hier mit den Lichtern hier gemacht. Oh, Home Dark Home. Home Sweet Home. Home Dark Home. Ein Herz für Pandas. Ja, klasse. Ihr müsst echt die Beschreibungen auch lesen. Es ist cool. Respekt. Hier nochmal so ein Zimmer, aber mit weniger Kitsch, aber auch mit Spinnweben. Finde ich toll. Finde ich richtig schön. Oh. Oh, Leute, sorry, wenn ich euer überscroll. Ich kann es nicht oft genug sagen. Oh, sind da coole Sachen dabei.
Ich will alle am liebsten haben. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Cut hier. Das waren eure Zimmer. Wirklich Respekt und vielen lieben Dank. Ich gucke mir jetzt die weiter an. Das könnt ihr auch mal in diesem Galerie. Vielen lieben Dank wirklich nochmal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, die Vorstellung, wenn ihr solche Projekte weiterhin wollt, dann gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt eure Kommentare in die Kommentare unten rein und ja, vielen lieben Dank. Ich bin echt hin und weg. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Videos und bleibt weiterhin so kreativ. Es macht total Spaß mit euch. Ich kann mich nur bedanken und es macht mir wirklich Freude, diese Videos zu machen und dann mit euch zusammen da was anzugucken und was aufzubauen und dann zu spielen und dieses Feedback zu bekommen. Ich kann mich echt nur bedanken. Vielen, vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit mir und mit den anderen aus dem Simfans.de Team. Es ist wirklich der Wahnsinn. Vielen lieben Dank und ich bin raus. Ciao.